Es ist wieder Unboxing-Zeit mit Rainforest von Game Factory, einem Familienspiel ab 8 Jahre. 2 bis 4 Spieler können es spielen und 30 Minuten soll es nur gehen. Und ja, ihr kennt es ja, erstmal die Folie ab. So, ihr seht es jetzt erstmal, natürlich erstmal von vorne und von hinten. So ist man es ja gewohnt bei uns. Und dann schauen wir mal zusammen in den Karton rein. Ja, als erstes gibt es einen Beutel. Ja, da schauen wir doch mal gleich mal genauer hin, was da noch so drin ist. Ach ja, genau, einmal der Beutel. Und dann gibt es hier ganz viele Holzteile. Und da sind Affen, glaube ich, drauf oder so. Kann ich ja direkt mal schauen, was da so drin ist. Und zwar, ja, es sind kleine Affen. Aber auch andere Tiere. Schmetterlinge sehe ich gerade. Und, ups. Übrigens, der Karton ist von innen auch gestaltet, sehe ich gerade. Ja, wir haben hier Schmetterlinge und Frosch und noch so ein paar andere Tiere. Und hier kommt jetzt als nächstes die Anleitung. Ja, Vorder- und Rückseite. Natürlich. Und es ist, ich guck gerade, das hat auch nicht viele Seiten. Nö, ist ja gut, es ist ja auch ein Familienspiel, ne? Ist dann bestimmt auch schnell gelernt und schnell gespielt. Ich meine, 30 Minuten. Gut, dann schauen wir doch mal weiter. Wir haben hier einmal Beutelchen, dann haben wir hier ein Spielbrett. Vorder- und Rückseite. Sehr farbenfroh. Ja, ist ja, soll ja so sein beim Familienspiel, ne? Und hier, das hole ich mir mal so raus, haben wir jetzt diverse Stanzbögen. Na, kriege ich sie raus. Ja, jetzt habe ich sie. Von innen ist das Ganze auch gestaltet. So. Und hier habe ich jetzt verschiedene Stanzbögen. Und ja, das sind Plättchen. Ist das ein Plättchen-Legespiel? Ich weiß das jetzt gar nicht. Also Vorder- und Rückseite. Und ja, lässt sich gut rauslösen. Und dann schauen wir nochmal zusammen, was denn da so ist. In verschiedenen Farben. Schön bunt. Da ist das ja jahreszeitabhängig. Ich weiß es nicht. Hier geht es weiter. Vorder- und Rückseite. Oh, sogar mit Flieder. Sehr schön. Da ist auch Spielerfarben abhängig, kann auch sein, ne? Keine Ahnung. Vorder- und Rückseite. Weiter geht's. So, jetzt wird es ein bisschen kleiner. Jetzt kommen ein paar andere Stanzteile noch. Auch wieder Vorder- und Rückseite. Vorder- und Rückseite. Ja. Vorder- und Rückseite. Also einiges auszustanzen und einiges anzuschauen. Und ja, ich bin natürlich sehr gespannt. Und wie immer werden wir euch natürlich von unseren Spielerlebnissen berichten. Entweder natürlich ja, auf YouTube oder natürlich auch auf Social Media wie Instagram oder jetzt auch Blue Sky, falls ihr noch nie auf Blue Sky seid. Das ist die Alternative zu Twitter oder X, wie es ja jetzt heißt. Ja. Die Brettspielbubble da wird auch immer größer. Also wer da noch nicht ist, wir freuen uns natürlich über noch mehr Brettspielinteressierte auch auf dieser Plattform. Ja, das war's für heute. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Tanja von Jausis und Familienunterricht. Tschüss.